Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau. Herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News. Freunde, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Richtung Wrestling, dann solltet ihr auf jeden Fall mal meinen Kanal abonnieren. Ansonsten auf jeden Fall erstmal die Glocke aktivieren, damit das Match hier losgehen kann. Und dann geht der ganze Spaß hier in die richtige Richtung, glaube ich. Kanalmitgliedschaft ist natürlich auch noch Pflicht. Heute kommt die Raw Review von dieser Woche online. Also schaut euch das auch noch als Kanalmitglieder an. Also wir starten durch mit unserem Lieblingspart. Zumindest für mich, und zwar Will Ospreay. Das sind irgendwie deutlich bessere News als die CM Punk-Geschichte, aber okay. Also, Will Ospreay. Da hatte ich euch ja schon gesagt, sein Vertrag läuft im Februar aus und dass auf jeden Fall sehr viel Interesse besteht aus allen großen Ligen. Und Impact Wrestling hatte ja vor kurzem erst Will Ospreay da. Und da gab es jetzt auch die Ansage von dem Chef von Impact Wrestling, dass er schon mit Anthem gesprochen habe. Die sind ja über quasi TNA, also die das sind die Besitzer von TNA, quasi wie die Endeavor Group für WWE ist das halt hier auch nur für Impact Wrestling. Und die haben wohl auch schon die Meldung bekommen, yo, hier Will Ospreay, solltet ihr mal ein bisschen Kohle locker machen für den Guten, das wäre schon nicht schlecht, den unter Vertrag zu holen. Also gab es da schon mal gleich die Aufforderung. Dann hat die WWE ein neues Hauptquartier bezogen und an sich ist es natürlich immer schwierig, da irgendwie was zu kriegen, aber ein Mitarbeiter scheinbar oder jemand, der da arbeitet oder irgendwer, hat da ein paar Bilder geleakt auf X und hat da ein bisschen was gepostet, wie das da aussieht. Im neuen Hauptquartier zum Beispiel gibt es eine Snackbar, eine Cafeteria, die heißt Snackdown. Witzig. Und vieles, vieles mehr. Also auch ein Ring steht mitten in der Halle und so. Ganz witzig auf jeden Fall. So, dann Sonny Kiss ist ja aktuell bei Impact Wrestling und hat bekannt gegeben, dass Sonny Kiss aktuell aber nicht unter Vertrag steht. Das heißt, sie kann trotzdem jederzeit irgendwo anders hingehen und ist aktuell immer noch Free Agent, sollte also kein Problem sein. Mal gucken, wie das da weitergeht. Trotzdem wird sie noch bei Impact Wrestling eingesetzt. Also läuft erstmal, aber das Ganze halt ohne Vertrag. So, weiter geht der ganze Spaß mit Abaddon. Denn letzte Woche, ganz überraschend, ist Abaddon mal wieder bei All Elite aufgetaucht. Und viele haben sich gefragt, was jetzt eigentlich dazwischen passiert ist, weil die war ja eigentlich da und dann war sie Monate nicht da. Keiner hat aber irgendwie was gesagt. Selbst Martin in seinen News hatte dazu nichts. Was ist da passiert? Jetzt im Nachhinein kam irgendwie raus, dass sie wohl eine Verletzung hatte und wirklich auch erst recht kurzfristig in-Ring-ready war, bevor sie jetzt dann halt eingesetzt wurde. Aber gerade mit ihrem Gimmick ist das ja immer ganz geil, wenn man sie dann auch zu Halloween einsetzt. Eigentlich ist für mich Abaddon der typische Boogeyman. Boogeyman wird nur gedroppt, wenn halt zufällig Halloween ist. Hollywood ist. Wenn es zufällig Halloween ist, dann kann man den mal rausholen, aber ansonsten, naja, wenig zu sehen, aber hier war es wohl eine Verletzung. Dann wieder zurück zu Impact Wrestling. Die haben nämlich jetzt bekannt gegeben, die waren ja jetzt vor kurzem in der UK-Tour und haben sich gleich erstmal so ein bisschen die UK-Talente angeguckt und haben den guten Leon Slater unter Vertrag genommen. Sehr feine Sache, sehr cooler Kerl auf jeden Fall, der ist übelst nice. Ich habe auch schon mit ihm geschrieben und so, der ist wirklich cool. Deswegen richtige Entscheidung hier, Impact Wrestling, ihn unter Vertrag zu holen. Der ist auch noch übelst jung einfach. Und da geht auf jeden Fall einiges. Dann am letzten Wochenende war der Fight von Tyson Fury, und also der Boxkampf, und der war ja in Saudi-Arabien. Und wenn man über Saudi-Arabien redet, dann ist natürlich Vince McMahon nicht weit entfernt. Vince McMahon und der Undertaker waren nämlich bei diesem Kampf und haben sich das Ganze auch angeguckt. Natürlich waren auch noch andere Stars da, Mike Tyson war da, Eminem war da und so weiter. Also das ist halt immer so eine große Sache. Passt halt, ist okay. Allerdings gab es auch ein kleines Interview mit Vince McMahon und auch mit Dana White und so weiter, ne, weil sind ja dann doch alle irgendwie miteinander verknüpft, gerade jetzt, wo die UFC zusammen mit der WWE quasi unter einem Hut ist. Und da gab es dann nochmal so eine Anfrage, weil eigentlich war es immer so, dass Vince McMahon und Dana White sich gar nicht so richtig abkönnen, aber mittlerweile soll man sich wohl businessmäßig drauf geeinigt haben, dass das hier alles zu laufen hat. Das heißt, das ist schon mal sehr anständig. Da gibt es also jetzt aktuell keinen Hate mehr oder sonst irgendwas zwischen Vince McMahon und zwischen Dana White. Beide sind einfach Business-Leute
und wissen auch, wie sie sich zu umgeben haben mit anderen Businessleuten. Das ist halt jetzt einfach so. Und sie haben ja jetzt auch keine Konkurrenzprodukte mehr. Sie arbeiten ja eigentlich jetzt eher zusammen, deswegen passt das. So, dann zu Ronda Rousey. Die ist ja eigentlich ja, von der WWE rausgegangen und hatte ja dann auch bestätigt, dass sie ihre Karriere beendet hat. Also, dass sie nicht mehr in den WWE-Ring steigen will oder nicht mehr Wrestling macht. Dann gab es ja Diskussionen oder Spekulationen, ob man vielleicht wieder sie zu UFC holt und so weiter. Aber jetzt wurde sie angekündigt für ein Wrestling-Event, für ein Indie-Event im Wrestling. Und das ist doch dann ziemlich interessant. Sie ist sogar schon bei einem anderen Wrestling-Event mit aufgetaucht, hatte ein Tag-Team-Match zusammen mit Marina Shafir, die auch bei All Elite ist, gegen Taya Valkyrie, die auch bei All Elite ist, und gegen Brian Kendrick. Brian Kendrick ist ja ihr Trainer eigentlich im Wrestling. Deswegen ja, ist das auf jeden Fall schon mal ganz cool gewesen. Aber da will sie jetzt scheinbar noch mehr machen. Also offiziell, Ronda Rousey ist in den Indies. Die WWE hat auch gleich ihr Profil erstmal in die ausgeschobene Abteilung gesteckt, hier in die Alumni, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Abteilung verschoben. Und ja, so gab es auf jeden Fall dann erstmal einen kleinen Schocker hier, dass Ronda Rousey Indie-Bookings annimmt für Wrestling. Das ist interessant auf jeden Fall. Ne? Sollte ich vielleicht mal anrufen. So, dann geht's weiter mit Heath Slater, The One-Man-Band. Der war ja, nachdem er bei der WWE rausgeflogen ist, kam er zu Impact Wrestling und war da jetzt auch bis vor kurzem, Denn sein Vertrag lief jetzt aus. Am 30. September, glaube ich, lief der Vertrag aus. Und damit ist er jetzt offiziell Free Agent und dürfte dann halt auch hinwechseln, wo auch immer er hinwechselt. Das heißt, hier gab es erstmal keine Vertragsverlängerung. Und er hat auch schon gepostet, dass er Indie-Bookings annimmt. Also warten wir es mal ab, wo da vielleicht auch die Reise hingeht. Ob man Heath Slater vielleicht wieder in irgendeiner Form einsetzen möchte. Alles ist auf jeden Fall möglich. So, was nicht möglich ist, ist eine ziemlich komische Meldung. Und zwar, Roman Reigns wird wohl bei Survivor Series nicht da sein. Und das ist einfach super komisch, denn Survivor Series ist einer der Big Four Pay-Per-Views. Da müssen nun mal alle da sein. Gerade der Big Name Roman Reigns muss halt da sein. Und damals hat er ja auch den Titel gewonnen und so weiter. Also, eigentlich ist das eine große Sache. Wir sind in Chicago. Wir haben die Spekulation, dass Punk vielleicht kommt. Wir haben die Spekulation, dass Randy Orton zurückkommt. Also eigentlich ist das super viel, um darauf hinzuweisen, dass Roman Reigns schon seinen Arsch dahin bewegen sollte. Jetzt gab es also die Aussage, yo, Roman Reigns wird dann wohl wahrscheinlich bei Crown Jewel, ne, jetzt am Wochenende, wird er gegen LA Knight antreten. Aber beim nächsten Pay-Per-View am 25.11., mein Geburtstag übrigens, gibt es einen 12-Stunden-Stream, Freunde. 12-Stunden-Stream von mir an meinem Geburtstag, 25.11., rund um meinen Geburtstag natürlich, rund um WWE 2K23 und um Survivor Series. Und wir gucken zusammen, also freut euch da schon mal drauf. Es wird übelst krass. Auf jeden Fall ist es so, dass wir, dass es halt komisch ist, dass jetzt quasi schon klar ist, dass Roman Reigns wohl bei Survivor Series nicht mit dabei sein wird. Wird auch nicht mit beworben und so weiter. Und das ist halt super komisch. Ich gehe fast davon aus, nehmt das mal noch nicht hier für bare Münze, aber ich gehe fast davon aus, dass sie das extra so machen, um mehr Aufmerksamkeit auf dieses LA Knight Match zu setzen. Weil, wenn man Roman Reigns gleich wieder für Survivor Series bewirbt und so weiter, dann gehen wahrscheinlich einige davon aus, oder die meisten davon aus, dass LA Knight wohl verlieren wird beim Crown Jewel Pay-Per-View. Wenn er aber gar nicht für den Survivor Series eingeplant ist, dann könnte man natürlich darauf kommen, dass vielleicht LA Knight den Titel von ihm gewinnt und Roman Reigns dann erst mal ein bisschen Pause macht. Das ist also auch eine mögliche Spekulation anhand dieser News. Deswegen, und jetzt schließe ich mal den Kreis, glaube ich, dass die WWE mit Absicht diese News so gemacht hat, also diese Werbung und so genauso produziert, die sind doch nicht blöde. Die wissen genau, was sie tun. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie extra jetzt diese News rausbringen, dass Roman Reigns nicht bei Survivor Series ist, um mehr Leute dazu zu bringen, dass LA Knight möglicherweise den Titel gewinnen könnte. Meine Spekulation, Freunde. Aber soweit erstmal dazu hier in dem Video. Ja, das war's erstmal für heute. Macht nicht mehr so dolle, ne? Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und natürlich auch eine Kanalmitgliedschaft. Und ja, alles, was ihr sonst so wollt, ne? Haut mal richtig schön einen unten rein. Haut mal gerne eure Kommentare voll
schreibt bei jeder jetzt einen Kommentar einfach. Jeder schreibt mal jetzt einen Kommentar. Jeder schreibt seine Lieblingsfarbe in den Chat, in die Kommentarsektion. So machen wir das heute. So, Freunde. Also, macht nicht mehr so dolle. Wir sehen uns. Kuss geht raus und ciao.